wie kommst du zu deinem persönlichen Mantra? Die 18 Moksha-Mantras der Yoga-Vidya-Tradition mit Erläuterung ihrer Bedeutung. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Kursvideo der vierten Woche des Yoga-Vidya-Mantra-Meditationskurses, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und ich begrüße dich zu einem Vortrag und nachher einer Mantra-Anleitung. Vortrag über die verschiedenen Moksha-Mantras und wie du zu deinem Mantra kommst. Moksha-Mantra heißt Mantra, das man rezitiert, um zur Befreiung zu kommen. In der Yoga-Vidya-Tradition gibt es 18 Mantras, die man verwenden kann für die Meditation. Und diese Mantras findest du auch im Yoga-Vidya-Kirtan-Heft. Vielleicht kennst du das auch schon, wenn du mal bei Yoga-Vidya warst, hast du auch das Yoga-Vidya-Kirtan-Heft gefunden. Das ist, und unter der Nummer 699 sind die Mantras beschrieben. Und natürlich findest du sie auch alle beschrieben im Internet. Es gibt verschiedene Arten von Mantras. Nicht jedes Mantra eignet sich für die Meditation. Nicht jedes Mantra führt zu Moksha. Die sogenannten Dhyana-Moksha-Mantras sind die Mantras, die man nutzt, um mit der Meditation zum Moksha zu kommen. Wenn du dein Mantra finden willst, dann geht das in der Yoga-Vidya-Tradition so, dass du dich mit den einzelnen Mantras beschäftigst und dann feststellst, welches der Mantras liegt dir am meisten. Und wenn du dann so ein Mantra denkst, das liegt dir am meisten, meditierst du mit diesem Mantra. Und wenn du dann feststellst, ja stimmt, ich komme da tiefer in die Meditation damit, dann ist es dein Mantra, das du weiter so lange benutzt, bis du die Gottverwirklichung erreichst. Oder du stellst nach ein paar Mal fest, vielleicht doch nicht das richtige Mantra, dann probierst du ein anderes aus. Wenn du relativ sicher bist, dass es dein Mantra ist, kannst du auch eine Einweihung in das Mantra bekommen. Alle vier Yoga-Vidya-Ashrams bieten Mantra-Weihe an. Dort kannst du also eine Einweihung bekommen in das Mantra. Und inzwischen gibt es auch viele ausgebildeten Meditationslehrer von Yoga-Vidya, die dir auch die Einweihung in das Mantra geben können. Ob mit Mantra-Weihe oder ohne Mantra-Weihe, wenn du ein Mantra regelmäßig wiederholst, dann wirst du langsam den Kilaka des Mantras öffnen, also den Pfropfen des Mantras, das heißt deine inneren Unreinheiten öffnen, sodass du immer mehr in die Tiefe des Mantras kommst, immer mehr die göttliche Gegenwart spürst. Übrigens in anderen Traditionen ist das oft der Lehrer, der das Mantra für den Schüler aussucht. In der Yoga-Vidya-Tradition ist die Selbstverantwortung des Schülers von besonderer Bedeutung und deshalb ist es normalerweise auch beim Mantra so, dass der Schüler selbst herausfindet, was ist mein Mantra. Wie findest du jetzt raus, was dein Mantra ist? An welchen Kriterien machst du es fest, ob etwas dein Mantra ist? Das erste Prinzip wäre, du hörst den Klang des Mantras. Du lässt den Klang des Mantras auf dich wirken. Und wenn ein Klang des Mantras besonders auf dich wirkt und du feststellst, dieser Klang des Mantras ist für dich besonders hilfreich, dann ist das dein Mantra. Es ist dann aber auch wichtig, dass du das nicht nur nimmst vom gesungenen Mantra, sondern auch, dass das die gleiche Wirkung da ist, wenn du das Mantra rezitierst und wenn du es geistig wiederholst. Ich sage es auch deshalb, weil es eben für manche Mantras wunderbare Melodien gibt, zum Beispiel vom Gayatri-Mantra oder vom Maha-Mantra. Und manche Menschen diese Melodie sehr tief berührt und dann denken sie, ah, das ist mein Mantra. Wenn sie dann aber das gleiche Mantra geistig wiederholen, hat es dann nicht diese gleiche Faszination und die gleiche Fähigkeit, wirklich göttliche Gegenwart hervorzurufen. Man sollte also sowohl den Klang des gesprochenen Mantras berücksichtigen, als auch welche Wirkung das Mantra hat,
wenn du es geistig wiederholst. Und ich werde dir jetzt die verschiedenen Mantras laut rezitieren. Du könntest diese Mantras auch selbst mitrezitieren. Danach gibt es immer einen Moment der Stille und dann kannst du das Mantra auch in der Stille wiederholen. Bevor ich zur Rezitation dieser Mantras komme, könntest du dir eventuell das Kirtanheft nehmen und anhand des Kirtanheftes die Mantras anschauen. Wenn du diesen Vortrag hörst als Video, wirst du gleich auch die Mantras eingeblendet finden. Wenn du es nur als Audio hörst, dann ist es entweder klug, dass du die Schreibweise der Mantras anschaust anhand des Kirtanheftes oder einfach den Klang allein auf dich wirken lässt. Bevor ich zur Rezitation selbst komme, singe ich einfach dreimal Om und wiederhole nochmals ein Anrufungsmantra, sodass wir in diesen meditativen Gemütszustand kommen. Om, 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 Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute, Narayani Namostute. Rezitation der 18 Dhyana Moksha Mantra mit anschließender Stille, in der du das Mantra selbst wiederholen kannst. Zu finden Nummer 699. Yoga Vidya Kirtan Heft. Om Namah Shivaya. 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 Wiederhole das Mantra geistig. Om Namo Narayanaya. 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 Wiederhole das Mantra geistig und spüre die Wirkung des Mantras. Rama Mantra, rezitiere das Mantra, spüre die Wirkung. Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha.
Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. Wiederhole das Mantra geistig, spüre die Wirkung. Vasudeva Mantra, wiederhole es bewusst, spüre die Wirkung. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Wiederhole das Mantra geistig, spüre die Wirkung. Hanuman Mantra, wiederhole es bewusst, spüre die Wirkung. Om Shri Hanumate Namaha. 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 Wiederhole das Mantra geistig. Spüre die Wirkung. Ganesha Mantra. Wiederhole es bewusst, spüre die Wirkung. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha.
Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Spüre die Wirkung, wenn du das Mantra geistig wiederholst. Sharavanabhava Mantra, große Bewusstheit. Om Sharavanabhavaya Namaha. 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 Bewusste geistige Wiederholung. Shivananda Mantra, bewusste Rezitation. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. 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 Bewusste geistige Wiederholung. Maha Mantra. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Höre die Kraft des Mantras geistig rezitiert.
Durga-Mantra, bewusste Rezitation. Om Shri Durgayai Namaha. 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 Geistig bewusst. Om Aim Saraswatyai Namaha. 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 Geistige bewusste Wiederholung. Lakshmi Mantra mit großer Bewusstheit. Om Shri Mahalakshmiye Namaha. 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 Geistige, bewusste Wiederholung. Kali Mantra, große Bewusstheit. Om Shri Mahakali Kayai Namaha. 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 Om Shri Mahakali Kayai Namaha.
Om Shri Mahakalikayai Namaha. Om Shri Mahakalikayai Namaha. Om Shri Mahakalikayai Namaha. Geistige bewusste Wiederholung. Omkara Mantra. Om. 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 Stille Rezitation. Soham, 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 soham. Soham, soham, geistig bewusst. Om Bhurbhuvasvaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvasvaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat.
Om Bhura Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhura Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhura Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Geistige Rezitation. Spüre diese Lichtenergie des Mantras. Mahamrityunjaya Mantra. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukameva Bandhanam Mrityor Mukshiyamam Ritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukameva Bandhanan Mrityor Mukshiyamam Ritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukameva Bandhanan Mrityor Mukshiyamam Ritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukameva Bandhanan Mrityor Mukshiyamam Ritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukameva Bandhanan Mrityor Mukshiyamam Ritat. Stille. Rezitiere das Mantra geistig, spüre die Wirkung des Mantras. Navarna Shakti Mantra. Om Aim Rim Klim Chamundayai Vichye Namaha. Om Aim Rim Klim Chamundayai Vichye Namaha. Om Aim Khim Klim Chamundayai Vichye Namaha. Om Aim Khim Klim Chamundayai Vichye Namaha. Om Aim Khim Klim Chamundayai Vichye Namaha. Geistige Wiederholung.
Das waren die 18 Dhyana-Moksha-Mantras. Vielleicht hast du gespürt, ob eines oder das andere Mantra für dich besonders machtvoll ist. Wenn der Klang des Mantras für dich eine klare Wirkung hat, dann ist es dein Mantra. Wenn der Klang des Mantras noch nicht ausreicht, um dir zu sagen, was dein geeignetes Mantra ist, gibt es zwei weitere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du siehst das dazugehörige Bild des Mantras. Und die weitere Möglichkeit ist, du wiederholst das Mantra und du bist dir bewusst, was die Bedeutung des Mantras ist. Ich werde jetzt gleich nochmals die 18 Mantras rezitieren und falls du diese als Video anschaust, wirst du dabei dem betreffende Bilder, die zu dem Mantra gehören, sehen. Zum Beispiel bei Om Namah Shivaya wirst du Shiva sehen und so weiter. Und wenn du es als Audio hörst, dann wirst du natürlich nichts sehen, dann wirst du nur nochmals die Mantras hören und eventuell willst du dann doch das Video anschauen oder einfach Bilder des betreffenden Mantras, des betreffenden Aspektes Gottes dir anschauen. Du kannst also jetzt mit geöffneten Augen hören, was ich sage und dir dabei die Bilder anschauen. Om Namah Shivaya. 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 Om Namo Narayanaya. 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 Om Shri Ramaya Namaha. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Shri Hanumate Namaha. 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 Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha.
Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Sharavana Bhavaya 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 Namaha. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Shri Durgayai Namaha. 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 Om Aim Saraswatyai 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 Namaha. Om Shri Mahalakshmiyai 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 Namaha. Om Shri Mahakalikayai 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 Namaha. Om. Svaha Tatsavitur-Varenyam Bhargo-Devasya-Dhimahi
Dhiyo yona prachodayat. Om bhur bhuvasvaha tatsavitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om bhur bhuvasvaha tatsavitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Für die beiden nächsten Mantras, Soham und Triambakam, gibt es keine bildliche Darstellung. Sie zählen zu den rein abstrakten Mantras. Ich werde sie einfach rezitieren und auf dem zugehörigen Bild siehst du, lass dich überraschen, jedenfalls nichts, was mit dem Mantra direkt zu tun hat, sondern einfach vielleicht Dunkelheit, vielleicht Licht, vielleicht jemand Meditierendes. Soham, soham, soham. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivadhanam urvarukameva bandhanam mrityoramukshiyamam ritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivadhanam urvarukameva bandhanan mrityoramukshiyamam ritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivadhanam urvarukameva bandhanan mrityoramukshiyamam ritat. Om Shanti. Ja, so hast du die verschiedenen Mantras nochmal gehört, zusammen mit der bildlichen Darstellung. Die bildlichen Darstellungen sind natürlich die Darstellungen der Ishtadevatas bzw. der Aspekte Gottes, die zu dem Mantra gehören. Und diese bildlichen Darstellungen sind natürlich den großen Meistern in ihrer Meditation gekommen. Sie waren im Überbewusstsein, haben das Mantra wiederholt. Dabei entstand dann auch das Bild dieser Mantras. Es ist jetzt nicht so, dass wir annehmen, dass irgendwo ein Gott ist, der so aussieht. Aber diese bildliche Darstellung entspricht der Schwingung des Mantras. Also man kann sagen, das Mantra ist ein physischer Klang und auch das Bild ist so ähnlich wie eine bildliche Darstellung des Klanges und des Aspektes des Göttlichen. Wenn du dieses Bild dir anschaust, das Bild auf dich wirken lässt, kommst auch du in eine Schwingung, sodass du diesen Aspekt Gottes erfährst. Wenn du von einem dieser Bilder oder einer Gruppe dieser Bilder besonders angezogen bist und irgendwo spürst, das fühlt sich sehr vertraut an, dann ist das dein Mantra. Dann brauchst du nicht weiter zu überlegen, dann ist das Mantra, das mit diesem Bild in Verbindung steckt, steht dein Mantra. Wenn das immer noch nicht besonders klar ist, beim nächsten Mal, in der nächsten Woche, werde ich dir die einzelnen Mantras auch noch erläutern und die Bedeutung dieser Mantras erläutern und auch erläutern, welche Art von Aspirant vielleicht besonders angezogen wird von dem betreffenden Mantra. Jetzt wird es aber erst eine Meditationsanleitung geben. Du kannst dir also eines der Mantra aussuchen und dann wirst du das Mantra wiederholen in den Schritten sanfte Meditation, intensive Meditation mit dem Mantra und dann hineingehen in die Stille des Mantras. Es ist wie die einfache Mantra-Meditation verbunden mit der kombinierten Mantra-Meditation mit dem Loslassen. Also drei Elemente: entspanntes Wiederholen des Mantras,
ganz sanftes Wiederholen also. Dabei können noch andere Gedanken kommen. Zweiter Schritt, intensives Wiederholen des Mantras und danach Loslassen des Mantras, reingehen in die reine Stille. Das ist so ähnlich wie einen Sprungturm langsam besteigen, das ist die sanfte Wiederholung des Mantras, dann Anlauf nehmen, das ist die intensive Wiederholung des Mantras, und dann losspringen in den Ozean der Unendlichkeit, das Loslassen. Ich werde diese drei Schritte zweimal anleiten und danach gibt es eine längere Periode der Stille. Du kannst dabei entweder in der reinen Stille verharren oder für dich selbst weiter die Schritte gehen. Sanfte Wiederholung des Mantras, wie bei der einfachen Mantra-Meditation. Intensive Wiederholung des Mantras, wie in einer Variation der kombinierten Mantra-Meditation. Und dann reine Stille. Wenn du willst, kannst du vorher noch mal kurz die Beine ausstrecken oder dich etwas nach rechts und nach links drehen. In der Zeit kannst du dir auch überlegen, mit welchem Mantra du meditieren willst. Sitze ruhig und gerade für die Meditation. Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt, Kiefergelenke entspannt, Augen entspannt. Bitte Körper und Geist, während der nächsten 20 Minuten ruhig und entspannt zu sein. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Einatmen Bauch hinaus, ausatmen Bauch hinein. Einatmen Bauch hinaus, ausatmen Bauch hinein. Mache dir bewusst, dies ist eine Meditation in drei Schritten. Sanfte Meditationswiederholung, intensive Wiederholung des Mantras, eingehen in die reine Stille. Mache dir jetzt bewusst, welches Mantra willst du wiederholen, zum Beispiel Om oder Om Namah Shivaya. Und wiederhole jetzt das Mantra ganz sanft, wie in der einfachen Mantra-Meditation. Beobachte den Atem, wie er ein- und ausströmt. Und wiederhole dabei ganz beiläufig das Mantra. Und während du den Atem beobachtest, beiläufig das Mantra wiederholst, bleibe ganz entspannt. Und beobachte, was dabei geschieht, wenn du ganz entspannt das Mantra wiederholst, Atem beobachtest. Kommen andere Gedanken und Wahrnehmungen, sei ihrer auch bewusst. Alles, was kommt, ist okay. Wiederhole nur auch das Mantra und sei dir bewusst. Zweiter Schritt der Mantra-Meditation, intensives Wiederholen des Mantras.
Konzentriere dich jetzt ganz auf das Herz oder das dritte Auge. Wiederhole das Mantra dort mit großer Intensität. Wiederhole das Mantra mit aller Achtsamkeit, die du kannst. Als ob jetzt alles darauf ankommt, dass du mit deinem ganzen Wesen, mit jeder Faser deines Wesens das Mantra wiederholst und dabei die ganze Aufmerksamkeit zum Chakra bringst. Wiederhole das Mantra mit großer Achtsamkeit und spüre die Intensität der Erfahrung, wenn du das Mantra mit großer Achtsamkeit wiederholst. Dritter Schritt der Meditation, reine Stille. Dehne deine Bewusstheit in alle Richtungen aus. Lass sogar das Mantra wegfallen oder wiederhole es nur noch im Hintergrund. Dehne deine Bewusstheit bei voller Achtsamkeit weit aus. Höre Weite und Unendlichkeit, reine Freude und Liebe. Ich sage noch einmal diese drei Schritte an, dann kannst du entweder in der reinen Stille bleiben oder für dich selbst diese drei Schritte noch ein oder zweimal nachher selbst üben. Einfache Mantra-Meditation, entspannt. Zweitens intensives Wiederholen. Drittens loslassen, reine Achtsamkeit. Zunächst also entspannte Wiederholung des Mantras. Bleibe entspannt sitzen. Wiederhole das Mantra ganz sanft. Lass den Atem fließen, wie er von selbst fließen will. Beobachte das Ein- und Ausströmen des Atems. Beobachte die Wiederholung des Mantras. Und beobachte, was sonst noch alles Wahrnehmbares ist. Entspannt, neugierig. Zweiter Schritt, intensives Wiederholen des Mantras. Bringe deine Achtsamkeit zu einem der Chakras, zum Beispiel Herz oder Stirn. Wiederhole dort das Mantra mit großer Intensität. Alles hängt bei der Meditation davon ab, dass du wirklich sehr intensiv mit all deiner Achtsamkeit das Mantra wiederholst.
jede Faser deines Wesens wiederholt das Mantra und bringt die Kraft des Mantras ins Chakra. Spüre das, spüre die Wirkung intensiver Mantra-Rezitation. Dritter Schritt. Springen in die Unendlichkeit. Dehne deine Bewusstheit weit aus. Lasse alles los. Vollkommen entspannt und doch vollständig aufmerksam. Jeden konkreten Gedanken ignorierend. Ausdehne die Bewusstheit in alle Richtungen. Weite, tiefe Bewusstheit, Freude und Liebe, Stille.
Asatoma satgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityor mamritam gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Bolo Satguru Shivananda Maharajiki Jai. Bolo Shivishnadevananda Maharajiki Jai. Das war das lange Kursvideo der vierten Woche des Yoga-Vidya-Mantra-Meditationskurses. Du hast die verschiedenen Mantras gehört, du hast die Bilder gesehen, du hast meditiert mit einer Meditation in drei Schritten, wieder andere Schritte als bisher, und du kannst mit dieser Meditation üben und dabei die verschiedenen Mantras nutzen oder eben mit einem Mantra deiner Wahl. Es gibt für diese Woche zusätzliche Videos. Das eine Video wird sein, diese Mantra-Meditation in drei Schritten. Und zusätzlich werden wir Videos verlinken, welche die verschiedenen Mantras zeigen, sodass du mit den verschiedenen Mantras auch nochmals meditieren kannst, sie hören kannst, sie sehen kannst. All das zu finden auch auf www.yoga-vidya.de, und zu den Shownotes dieser Sendung, also der Beschreibung, findest du auch die Links, um die anderen Videos zu finden, sodass du damit üben kannst. Ja, danke fürs Mitmachen. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Nanda, der das Ganze auch mit viel Liebe und Kompetenz zusammenschneidet und zusammenstellt, sodass du damit eine wunderschöne Erfahrung hast. Und hier auch nochmals den Hinweis: in den Yoga-Vidya-Zentren gibt es Meditationskurse, wo du das lernen kannst. In den zweijährigen Yogalehrerausbildungen von Yoga-Vidya wirst du auch eingeführt in die Mantra-Meditation. Gibt es auch die Möglichkeit zur Mantra-Weihe. Und in den Yoga-Vidya-Ashrams werden auch die verschiedenen Mantra-Meditationstechniken angeleitet. Eine besonders tiefe Erfahrung ist die Mantra-Meditation-Intensivwoche, in der du zu den verschiedenen Mantra-Meditationen bewusst angeleitet wirst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Om Shanti.